Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part der Soulink mit Foxy. Hi. Und im letzten Part sind sehr viele Dinge geschehen. Wir haben unter anderem Eri und Keksi verloren. Und Loris Face und Loris Buddy. Damit eine ziemlich coole Pokémon. Und wir waren sind Brief austauschen. Eine richtige Connex Club. Und wir waren hier in da, wo alles geschehen ist in der MSRNE. Und sind da zumindest ein bisschen vorangekommen, sagen wir es mal so, ne? Wir haben 3 Trainer geschafft. 4? Ich glaube 3. Und ja, jetzt sollten wir uns das Item holen. Ja, ja, MSRNE hast du ein Ticket, ihr bootst die große Alle. Vorletzte Tür war das, ne? Ja. Wartest du? Das dürfte eigentlich gehen, oder? Soll ich es versuchen? Warte. Wo ist es denn? Das ist hier, ne? Vorletzte. Hier. Versuchen wir es gemeinsam. Okay, 1. Okay. Also 3. 2. 1. Oh, okay. Schlafpuder. Silberhauch. Hypnose, Schlafpuder. Oh Leute, ich bin ja nur froh, dass Kaitos überlebt hat, wisst ihr? Ach ja, genau, wir haben haben wir im letzten Part ja schon mitgenommen, Jackie Chan. Silberhauch. Oh. Ist Käferattacke, speziell. Oh. Das kann Jan mal nicht lernen. Weißt du, es kann Ultraschall, was zumindest safe 20 KP macht, aber Käferattacke speziell wäre super. Aber es kann es nicht. Es kann Whippy und Flame dir lernen. Mann. Wem bringst du es bei? Ah, Bernd! Ah, Giftpuder. Giftpuder. Ah, ich dachte Schlafpuder. Gegner leitet für 2 bis 5 Runden in Santo. Aber es hat nur Stärke 15. Biss hat Stärke 60. Finte hat Stärke 60. Was hat Stärke 15? Sandgrab. Und nur eine Genauigkeit von 70. So Sandgrab ist ja wie Wickel, ne? Oder? Ja, leider für 2-3 Runden. No. Sandwirbel kann halt interessant bleiben, weil ich die Genauigkeit senken kann. Genau, für Notfall vielleicht gar nicht mal schlecht. Oder kann ich dann halt ausstallen, kann ich vergiften, also... Ah. Oxin wäre nice. So, ich glaube, ich kann jetzt nicht noch Schlafpuder erlernen, nachdem ich hier... Ja. Und mit Hypnose haben. Nee. Okay. Eine andere Pflanzenattacke wäre toll gewesen, aber nee. So, dann. Kämpft der? Das ist... Ich weiß es nicht. Nein, der kämpft nicht. Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge Team Rocket. Okay. Warte mal. Nee, hier ist nix. Hier ist überall nix. So, dann rechts, ne? Ja. Ich glaube, erst nach unten wäre besser. Du kämpfst nicht, aber da liegt nix Angriff! Da ist auch ein Item im Eimer. Sonderbonbon! Nice. Mein Pokémon Marshock ist super stark mit seiner Stärke. Mondstein! Ewigstein! Mondstein für meinen. Ah, das habe ich gar nicht dabei, glaube ich, oder? Mein Nidoran. Ich kann Nidoking kriegen. Foxy. Mew King! So, du bist beim zweiten, ne? Sind es Trainer? Ich weiß es nicht, ich bin gerade dran vorbeigekommen irgendwie. Aber er hat mich nicht angeguckt. Es sieht aber nach dem Trainer aus. Müsste beim dritten sein, oder? Geh mal ins zweite rein. Ja, es müsste dritte sein. Weil du hast da oben noch... Das ist der zweite. Ich habe das Item schon geholt, das war am Ende der ersten Tür. Ach so. Ja, es ist ein Trainer. Also sollte ich auch gegen ihn kämpfen. Okay. Gut. Er hat ein Pokémon, oder? Ich fand's witzig, wie du neben. Ja. Ach. Oh. Willst du. Kann es zu dem verarscht. Zeitpunkt was? Das letzte Mal konntest du ja nur die ganze Zeit die Pokémon durchswitchen. Ja. Jetzt will ich. Was hab ich? Arctos! Aber ich hab mein Flame Deer vorne! Und du kannst einschläfern. Und hast. Ja, okay, Bedroher bringt den Ding nichts viel.
Nix viel. Krass Deutsch. Feuer. Feuerflug, nun? Okay, schon mal Hypnose durch, ist doch auch gut. Damiplex ist schneller? Ja, scheiße. Hoch ist, glaube ich, auch nicht so krass schnell, oder? Okay, ja. Okay, es. Welches Level ist das? 21. Kann dir nichts anhaben. Echt? Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich hatte ja auch schon ein paar Mal Ho und Lugia. Und die können erst ab Level 22 Windstoß. Davor können sie nur Bodyguard und Wirbelwind, also dein Team durchswitchen. Ich meine, vielleicht aus irgendwelchen Gründen können sie was anderes. Ich hoffe einfach mal, das Arktos kann nichts Besonderes. Wow. Ah, es hat einen Burn. Okay. Ja, okay. Kann auch nur Weiß nehmen, glaube ich. Also die Vögel sind nicht die Bedrohung. Die legendären Vögel generell. Tschüss, Reindeer. Hi, Fred. Hey, dann wird wenigstens Fred noch trainiert. Hey. Kommt noch eine Glut. Tschüss, Fred. Es reicht noch nicht. Oder kann Arktos was? Oh, es kann Pulverschnee, aber Eis ist ja nicht so schlimm. Genau, Eis ist nicht so schlimm. Macht trotzdem gut. Okay, es war ein Volltreffer. Wow. Ich krieg einen Freeze. Als ob. Tschüss, Jackie. Aber ich hab Flammkörper. Nee, ich hab nicht Flammkörper. Immer noch. Oh Mann, lass mich aus meinem Gefängnis hier raus. Wir aber jetzt beide gerade einen. Ja, ein legendäres Vögelchen. Hey, du hast dein Thumbnail. Ja. Hey, ja, was für ein Kampf, sagt er. Oh Mann, da hatten wir jetzt Glück. Das war kein Geogre zu Glück. Aber es gibt gute XP, ne? Ja, bei mir allerdings für 3 Pokémon. Ja gut, bei mir ist alles auf Flame, die 1,5 Level. Nice. Hast du den Eimer hast schon geschaut, ne? Ja. Das war ein Ewigstein oder so. Ach stimmt, heilen sollte ich, ja. Gut Idee, gut Idee. Die nächste Tür rein. Als ob du direkt getriggert wirst. Wie viel hat der? Biete nur einen in Bietekom? 3. 3. Azuril. Okay, Azuril geht. Azuril ist ein kleines, süßes Poki. Kann allerdings mit Kraftkoloss gut reinhauen. wir gehen jetzt mal erstmal auf eine Hypnose. Ja, Hypnose war bis jetzt so, ich sag mal, der Matchmaker. Also, der Matchmaker der letzten 2 Folgen. Also dieser und der. So, das war hier, ne? 3. Tür. Das hat keine Wirkung, weil ich blöd bin. Weil es Typ normal ist und nicht fehl. Stimmt. So, dann haben wir den auch mal Slime. Ach, okay, Slime. Damiplex wird einer der Matchwinner dieses kompletten Projekts. Ich glaube, das hält noch lange durch. Reindeer erreicht Level 18. Ja gut, es ist bald Weihnachten, ne? Das muss ja auch zeigen, was es drauf hat. Und ja, wieder Burn. Nächstes? Oh Gott, ein Gehweiher. Es nutzt Härten, ne? Oh Gott, ey, Molly. Ein Gehweiher. Hm? Scheiße. Boah, schlimmer als Kyogre. Ein Blubber. Oh fuck, ich hab ein Slimebug, das nutzt Härtner. Da könnte ich meinen Jan mal reinswitchen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Zu Gift. Oh Bernd, komm. Schlammbad. Oh fuck. Kein Gift, kein Gift, kein Gift. Das war ein Fehler gerade. Hab ich was verpasst? What? Libeltra ist doch Gift, ist doch Drachenboden. Ja, ich dachte auch. Hat sich das erst ab einer bestimmten Generation geändert? Ich weiß nicht. Du meinst, dass Boden eine Schwäche gegen Wasser hat? Nee, das ist ja schon immer, aber. Ja, aber. Ich meine mit dem Typ, dass es vielleicht nur Drache ist. Ach so. Ah, das könnte vielleicht sein. Ne? Warte, du bist ja gerade noch. Level 18. Ich guck gleich, ist okay. Ich bin eh schon auf dem Ding gewesen. Ach so, stimmt, ja. Okay.
Oh, Pupita. Kann das eine Drachen? Nee, es ist ja kein Drache. Nein, nein. Bodengestein. Oh, Flame Beer schon Level 20. Mann, ich muss dich an mal wechseln. Komm, gib mir noch ein gutes Härtner-Pokémon. Latias. Bodendrache. Warum hat Luba eben nichts gemacht? Ist das einfach so schwach? Also ich habe einen Latias hier. Hey! Cool. Hi, Buddy. Kannst du mir was tun? Ist die Frage. Oder kann ich mich an dir hochtrainieren? Dann würde ich gerne mal meinen Jan mal reinschicken. Ein Volltreffer. Ich geh erstmal auf Glut. Wow. Okay, ja gut, Feuer. Ja. Sandsturm brüllt. Wunschtraum. Pupita, Sandsturm bringt dir nichts. Weder deine Spezialverteidigung wird geboostet, noch macht's mir Schaden. Das Vieh kann Wunschtraum. What? Ich geh mal auf den Whippy. Nice, und ich krieg den Flinch. So, Bedroher. Hier mal Angriff runter. Wieder ein Wunschtraum. Kannst du nur Wunschtraum? Weil sonst hole ich mir gleich noch meinen Jan mal rein, dass es auch noch ein bisschen XP geht. Hör auf, dich zu heilen. Kriegst eine Hornattacke. Oh. Ich krieg die geilsten Items. Ein Pokéball. Hey, immerhin einer. Immerhin, einen, den ich mir nicht kaufen muss. Besser als ein Brief. Besser als ein Brief. Boah, kann das jetzt mal aufhören mit seinem blöden Wunschtraum? Jetzt bräuchtest du sowas wie Widerhall. Stimmt, ja. Widerhall wäre jetzt nice. Leute, ich trinke jetzt einfach mal einen Schluck, solange Molly noch kämpft, also. Ja, ich glaube, ich schicke gleich meinen Jan mal rein. Also ich bin mir sicher, dass er eigentlich nichts anderes kann. Aber okay, ja, okay, never mind. Ja diesmal. Wunschtraum erfüllt sich ja immer erst in der darauffolgenden. Ja, genau. Der hat einmal zwischendrin irgendwie einen Auraschleier oder so gesetzt. Ich habe Angst vor dem Rivalen. Kapaloris. Kapaloris kann meinem Tauros eigentlich nichts. Und der Wunschtraum triggert. Ja, nice. Kapaloris. Kapaloris. Guck mal. Ich habe Angst, dass jetzt direkt wieder getriggert wird. Nee, wird's nicht. Ist hier ein Item? Wow. Ja, ist es. Oh, Absorber. Mach nicht viel, mach nicht viel. Komm, nicht viel. Nur ein bisschen. Nice. Molly, den müssen wir sogar machen hier. Oder man ist ganz schnell und slider da durch. Warte. Nein. Geh mal zu. Nein. Oh, Aurastrahl. Nein, komm schon. Ich wollte gerade sagen, ob du vielleicht durchs Bett durch kannst. Aber ich glaube, es geht nicht. Nee. Schade. Zwei Pokémon. Ein Seemops, okay. Da kann ich mit Seemops? Ja, ist okay. Kann aber auch eklig werden. Eine Perle. Okay, kann man verkaufen. Ich habe eine Eisattacke. Ich habe jetzt eine Eisattacke. Mit dem das ist nice. Komm, Hypnose. Ich weiß nicht, was es normalerweise ist, aber wenn es eine Normalattacke vielleicht ist, normalerweise, ist es sehr geil. Ich glaube, der Mirplex wäre gar nicht so schlecht dafür. So, wen habe ich jetzt vor? Reindeer, aber ich muss jetzt mal wechseln, dass zumindest Tauros dann vorne ist. So gern ich Paul auch vorne hätte. So, das war die nächste Tür. Dreimal geht fucking Hypnose daneben. Okay. Aber seine Frostbeule auch, zum Glück. Ja. Weil Frostbeule kann stark werden. Ja, die wird doch, glaube ich, pro Nutzung stärker. Mhm. War da nicht? Das ist wie Walzer, glaube ich, so, ne? Ach, ich kann ja nur Hypnose einsetzen. Ich bin Gegenschlag! Und der guck, ich konnte ausweichen. Oh, ich konnte ausweichen. Aber ich sollte ihn schon machen, ne? Ist ja sonst unfair. Ich bitte darum. mit Bernd sollte ich nicht reingehen. Definitiv nicht. Nee. Das ist doch Eis. Capoeira. Capoeira, Kampf-Pokémon. Ein Tauros. Okay, bei mir kommt jetzt ein Durchbruch, der sollte... Ich hatte zumindest schon mal den Bedroher raus. Yo! So. Ich könnte auf Beethoven, theoretisch. Warte mal, Unlicht. Wie ist ein Kampf gegen Unlicht? Kampf ist effektiv gegen auf Unlicht. Sehr effektiv. Was hat Celebi für einen Typ? Und sag mir jetzt bitte nicht Psycho. Das muss ich nachgucken. Ich glaube sogar, es ist Psycho. Psychopflanze. Psychopflanze. Ja, Psychopflanze. Okay, warte mal. Wen habe ich jetzt drin? Ich habe voll vergessen, wen ich gerade drin habe. Capoeira, genau. Kampf.
Was kann Celebi auf diesem Level? Hm. Da muss ich wieder Jochen reinschicken, eigentlich. Was kann Celebi auf diesem Level? Oder Flamedir. Flamedir kann ich reinschicken. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was für ein Level es hat. Ich glaube 18 oder so, oder 19. Was ist dein, das ist 18, ne? Ja, ich glaube 19 müsste es bei dir haben. Ich gehe mal auf eine Glut. Ist das das erste Pokémon? Ist das erste, ja. Ist das erste. Fegekick. Bodyguard. Bodyguard, Vitalglocke, Konfusion. Genesung. Na, Konfusion. Egelsamen wäre ätzend. Ja, Burn, komm, reich. Bitte Burn, bitte Burn. Um einen Energiefokus. Burn, reich, bitte. Ich gehe auf Bernd. Burn ist nieder. Nein, ja. Egelsamen. Oh, scheiße, warte. Vitalglocke, okay. Ja, aber Egelsamen wäre jetzt halt ja nicht ja, gut. Effektiv, oder? Im Sinne von. Boden schon. Das heißt, ja, also, auch schon, aber. Komm, wir vergiften dich jetzt. Ja, ja, aber Egelsamen generell ist ja. Es war eine Pflanzenattacke, aber der Effekt ist ja keine. Speziell irgendwie auf den Typ. So, Whippy ist Level 20. Hinter. Stimmt. Stimmt tatsächlich, ja. Hält trotzdem gut aus. Bodyguard. So, was kriege ich als nächstes? Vor allem Finte Perlo. Trifft immer. Ach, Perlo. Mann, muss ich wieder switchen. Finte trifft immer. Jetzt kommt eine Konfusion. Soll ich mal auf... Wenn es jetzt crittet, wird es gefährlich, aber ich bin schneller. Sehr schön. Ja, natürlich bin ich schneller. Ich habe fucking Libeldra. Hm. Leute, oh nein. Danke, dass es nur die Vitalglocke ist. Das wäre jetzt ekelhaft geworden. Ultraschall, komm. Perlu, zu was entwickelt denn sich das? Sorry, das Leute. Das ist Ganabis und Alabis, genau. Sorry, Leute, dass ich gerade so ein bisschen am Weinen bin, ne? Aber das Projekt bringt mich mit. Nein, ich weiß auch nicht, was ja. Das ist. Mein rechtes Auge hat irgendein Problem. So, so. Ruxokip. Ja, okay. Ich guck jetzt mal, wer Aurora strahlen lernen kann. Und hoffe einfach, ja, dass eben. Es keine weggeworfene TM ist, weil das Pokémon einfach stirbt. Ich weiß halt nicht, was es ist. Ich hoffe, es wäre eine normale Attacke normalerweise, weil dann könnte es eigentlich der Großteil lernen. Und... Das ist was für Reindeer. Unbedingt. Das ist was für Reindeer, das habe ich am Anfang schon gesagt. Fred ist. Naja, Fred kann einen Hyperzahn, ne? Kaitos ja, aber kann, Rain... Psycho, kann eine Psycho-Attacke. Jackie Chan für das Kampf-Pokémon. Aber für ja, Reindeer, ich könnte mein. Ist, glaube ich, auch speziell, ne? Reindeer. Oder? Nee, eigentlich ist es, glaube ich, sogar. Eher physisch. Aber was vergesse ich dafür? Tackle sollte ich schon behalten, erstmal. Ja. Erstauner. Vor allem ist es stärker als Erstauner. Aber ich sollte den Erstauner eigentlich auch behalten. Ja. Die Hypnose will ich auch. Ich mach den Silberblick weg. Ja. Flame, wie er lernt, zuck, hieb. Yay, Paulchen kriegt XP, endlich mal. Endlich. Nice. Auch wenn das sehr riskant war, aber er jetzt hat XP bekommen. So, hast du hier noch irgendwas? Ha? Hast du hier irgendwas liegen? Eine Tasse mit einem Pokémon-Zeichen. Okay. So, jetzt will ich aber mal kurz gucken, weil ich das eben nicht gemacht habe im Bericht. Wie stark ist denn der Aurora-Strahl eigentlich? Ich glaube 60, oder? 65. Ja, 65 sogar. Das ist gut. Ja, das ist nice. Dann gehen wir mal kurz nochmal Hylorino. Gegen Celebi hätte ich jetzt halt den Aurora-Strahl gut gebrauchen können, tatsächlich. Mhm, stimmt da. Aber es ging ja zum Glück. Letzte Tür. Es ging ja zum Glück. Ja, letzte Tür. Und es ist? Den könnten wir aus dem Weg gehen. Ja, die könnten wir eigentlich ignorieren. Wollen wir das vielleicht auch machen? Ja. Die können wir immer noch kämpfen, wenn wir wollen. Die können wir immer noch kämpfen. Aber, ja, aber muss ja nicht sein. Dafür müssen wir halt noch auf der MSN bleiben, weil wenn wir so verlassen später, sind sie weg. Stimmt. Gut, ja, aber erstmal. Lieber das als ein Pokémon verlieren, oder? Erst hier raus oder erst hoch? Nee, erst hier raus. Hier waren, glaube ich, keine Trainer. Aber Items auf dem Weg. Leichtomatrose, wir sind beschäftigt. Ja, hier ist ein Item. Ja, ja. Eine Moorbeere. Fragia-Beere. Ja. Im Abfalleimer habe ich eine merkwürdige Beere gesehen. Ich bin beschäftigt. Ewigstein! Jetzt hast du auch einen. Schnief, schnief, immer muss ich die. Kiwanbeere. Und? Kielbeere. Saimbeere. Die Frage ist, bringt mir eigentlich überhaupt was davon Ewigstein. Was?
Oh, das riecht lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Moment, ich rede. Siehst du das? Hm? Der Spieler redet. Hm, das riecht lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Was macht er doch sonst redet. Nicht? Oh. Das macht er doch sonst nicht. Hm. Sonst stimmt er nur zu. Okay, dann können wir hochgehen. Den können... Nee, es ist kein Trainer, glaube ich. Ne? Hat er irgendwas? Nö. Okay. Stopp! Halt! Erst will ich hoch, weil erst will ich hoch an Deck, ne? Achso. Der Captain ist Meister. Okay, ja, Zerschneider, klar. Brrr, ich fühle mich elend, an der frischen Luft fühle ich mich besser. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Und das ist ein Trainer. Okay, jetzt hast du ihn schon getriggert, dann trigger ich ihn auch mal. Kyogre, komm, Kyogre! Kyogre, Kyogre, Kyogre! Stanera. Schlimmer. Mantax! Da ist Jochen! Der Rochen! Hey, Jutlu bist du. Ja, cool, Level 17. Hey, ich hab jetzt eine spezielle Attacke. Ich hab gesagt, Jutlu bist du's. Ich hab aber jetzt eine spezielle Attacke, also. Stimmt, ja. Stanera kannst du speziell eigentlich recht gut raus. Oder war das physisch? Das war physisch, scheiße. Ja. Uhuren. Entschuldigung. Ja, aber du kannst ja auf. Ah, Kikli kannst du, glaube ich, nicht mehr. Wow. Das hat fast gereicht. Ach man, kein Superschall. Doch, Superschall ist doch nervig. Kikli kann ich tatsächlich. Ach doch, geht noch, okay. Ein Level geht noch. Ein Level geht noch. Ja. Dann war es das aber auch. Guten Schlag. Jetzt kommt ein Blubber. Durch. Ach, du okay, war ein Volltreffer, ja gut. Wegen ist nicht mehr verwirrt, Weichei perfekt. Ein, ne? Ich schwör's dir, du bekommst nicht mehr dazu, Weichei einzusetzen. Ich hab einen Crit im Arsch. One Hit. Du hast Sunny weggecrittet, Alter. Und es kommt Noctar. Pokémon. Ich war gerade am Überlegen, was Phenontor ist, aber ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Phenontor. Ich bin ein Kampf-Pokémon. Oh, Agilität. Ja gut, Init kannst du nehmen, bist eh schneller. Jetzt darf Jackie allerdings auch nicht mehr gelevelt werden und wir haben noch den Rivalenkampf vor uns. Kometenhieb, geht daneben, okay. Noch meine Glut. Auf jeden Fall dafür Schwalbe. Komm, diesmal der Blut bitte. Der Burn meine ich, nicht Glut. Sperrstunde, die Party ist vorbei, das Schiff sticht bald in See. Ja, gar. Bitte kein Trainer, doch. Oh Gott, Vergeltung! Ja, es ist übrigens noch ein zweiter Trainer. Ich habe gedacht, ich könnte ihn einfach anquatschen, weil er gelaufen ist. Mensch. Du beamst ein Duselchen. Und ich glaube, ich muss mich einmal kurz heilen. Ich glaube, ich gehe mich kann mal kurz zwischendrin heilen. Gut, ich ja, gut, Milotic. Gerade, ne? So, dann geh doch mal auf eine Hypnose. Die geht daneben. Ich gehe mal noch schnell zurück. Du machst nur einen Nassmacher. Du schwächst die Stärke aller Feuerattacken. Finde ich gut. Alter, richtig OP. Feuerattacken. Pass auf, Mann. Pass auf. Und Wickel. Wie sollst du jetzt noch deinen Flammenblitz nutzen? So. Also der hier, ne? Ja. Hi. Hä? Wie wär's mit einem Tänzchen? Hatte der zwei Pokémon? Oder eins? Zwei, meine ich. Zwei. Makargo. Na, mit meinem Whippy bin ich da jetzt nicht so gut aufgestellt, aber okay. Jetzt kann eigentlich nur mit Feuer kommen. Das kann mir sogar relativ egal sein. Ich wurde vom Wickel befreit, danke! Oh, das war natürlich dumm. Gehen wir mal auf Fred. Die Verfolgung. Macht auch nicht viel mehr. Melodic Schläft. Kommt ein Smog. Okay. Machen wir jetzt mal. Jetzt hat er mich vergiftet. Guten Schlag. Weil Milotic ist schon tanky. Und es wacht auf und es macht Aquaknarre und das macht. Wow. Macht nicht wenig. 14, 16. Es nimmt nur Wickel, okay. Es macht nur Wickel, alles gut. Aber ich kann jetzt halt auch nicht mehr raus, das ist das Problem. Gut, dann kommt jetzt halt ein Ruckzuck-Keep. Aber wobei, wenn das down ist, müsste ich doch eigentlich wieder wechseln können.
Ich muss maxeln. Ich kann ja auf... Bitte mach keinen weiteren Smog, bitte. Smog ist ja eklig. Er macht einen Gainer. Das ist auch nicht geil. Schlafen will ich auch nicht. Aber ich kann nicht vergiftet werden. Ein Feuer macht mir ja nicht so viel. Oh mein Gott! Das war ein Pfund-Crit. Vom Gegner? Ja. So, Reindeer, tust du mir mal einen Gefallen und senkst mal den Angriff? Und machst dann einen schönen Aurora-Strahl und haust das Vieh weg? Bitte. Als ob. Oh, so, Spezialangriff steigt. Nice. Oh. Gut, ich bin schneller. Ist gar nicht mal so geil. Ich glaube, du bist tot. Ist eine Glut stärker? Bist du nicht? Scheiße. Verwurzler. Verwurzler. Ah, holst du es wieder viel, ne? Bringt ihm nicht viel, bringt ihm nicht viel. Sagst du? Vielleicht reicht's genau, um wieder auf die... Ne, reicht nicht. Okay. Dann nehmen doch wieder der Ruckzuck-Kiebe. Ich hätte ein Ding machen können. Ein Silberblick. Oh, wir müssen den Part langsam beenden. Ja, stimmt. Ja, komm, so, den Kampf mal noch zu Ende. Der nächste Part kommt ja wieder bei mir, das heißt, da sterben wieder Pokémon. Jetzt kommt Smog. Aber ich schlafe! Good night. So, komm, Ruckzuck-Kiebe, reich. Wow. Jetzt kommt wieder ein Gainer. Alter, lass. Oh. Mann. So. Ein Pokémon hat er noch. Gengar. Kann mir aber nichts tun. Außer, dass ich schlafe und jetzt kommt ein Traumfresser. Ich kann Traumfresser können, ich wollte es gerade sagen. Aber ich glaube nicht, oder? Ich würde wahrscheinlich sogar eher auf... Whippy ist jetzt vergiftet, ne? Den muss ich danach heilen. Oh Gott, du bist ja fast down. Ja, ja. Aber war kein Problem. War kein Problem. Weil er keinen Schaden bekommen hat, sondern nur durch Gift fast. Ich kann auf Beethoven. Jawohl. Noch brauche ich mir keine Sorgen machen. Jetzt kommt der Traumfresser, oder? Nachtnebel. Wie viel macht's? Macht nicht wenig. Macht nicht wenig. Warte, aber Geist gegen Unlicht war jetzt nicht so gut. Glaube ich. Ich geh auf eine Glut. Hm? Glut. Ja, wobei du schläfst noch, ne? Ah, jetzt bin ich aufgewacht. Ja, hält's gut aus. Eins Schlecker. Schlecker macht nicht viel. Ruckzuck-Hieb kannst du halt nicht gehen. Nee. Würde auch nicht viel mehr machen, ne? Nee, kannst du eh nicht gehen, weil's Geist ist. Ja, aber ich meine, würde auch nicht mehr machen. Was? Okay. Keine Ahnung, ich muss down. Ja. Heil mal deine Pokémon, dann sollten wir den Part auch schon. Mhm. Ich sollte aber erstmal meinem Tauros ein Gegengift geben. Ja, sonst wirst du wahrscheinlich... Die Strecke überlebe ich nicht. Das ist nicht mehr wie am Anfang, die kleinen Strecken. Nein, das ist tot. Ich weiß, dafür ist keine Zeit. Ist ja gut. Gut. Aber du kannst ja schon mal Abbord machen. War doch dein Part, oder? Stimmt. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, soll es das für diesen Part gewesen sein. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn dem Ganzen eine positive Bewertung da lässt. Schaut auf jeden Fall bei Foxy vorbei, weil dort kommt morgen der nächste Part. Immer bereit? Was? Morgen? Ja, doch, morgen kommt der nächste. Schon okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nein, ist schon okay. Nee, da kommt der nächste Part und ja, das war's. Und ich bleib einfach mal hier. Tschüss. Bye, bye.